Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Spiel Horizon Zero Dawn. Ja, wie bereits angekündigt, bin ich jetzt wieder in Mutterherz und sie freut sich hier, ich wollte gerade sagen über den ersten Schnee, aber es ist kein Schnee, das sind irgendwie so weiße Blütenblätter oder sowas, was hier so runterkommt. Wir wollen heute wieder eine Daily machen, nicht eine Daily, eine kleine Nebenquest machen. Kriegerin! Mutter Krone könnte deinen Bogen gebrauchen. Ich? Bist doch eine Kriegerin, oder? Wir brauchen Eberhäute. Unser Näher flickt sich an Mänteln und Rüstung die Finger wund. Im Osten gibt es viele Eber, hinter den Wasserfällen. Da treibt sich eine Maschine herum. Als ich sie sah, ließ ich die Beute fallen, lief in Deckung, spannte den Bogen, aber dann... Es ist keine Schande, überlebt zu haben. Nein, es... Mein Ring hatte sich gelöst. Mein Glücksbringer in der Wildnis gehörte meiner Muttersmutter, vor langer Zeit einer Maschine aus dem Rachen entrissen. So sehr vertraust du auf einen Ring? Nach allem, was passiert ist, brauche ich Glück ebenso sehr wie der Stamm dieser Häute. Mal sehen, was ich finde. Kannst du helfen? Wäre ich dir dankbar. Ich bin am Lagerfeuer, wenn du zurückkommst. Okay, dann schauen wir doch mal nach auf der Karte. Wo müssen wir denn hin? Oder war das... Ach, das war es hier, oder? Nee, das ist die verdorbene Zone. Da! Jagdglück. Okay, das ist wenigstens noch relativ in der Nähe. Das ist sehr schön. Dann würde ich sagen, ich mache mich erstmal auf, um dahin zu laufen, und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich dort angekommen bin. Du hast mich nicht gesehen. So, wo müssen wir jetzt hin? Links, links muss ich den Ring finden. Oh, okay. Also direkt da rein. Das ist schlecht. Untersuche das Gebiet. Ja, sie sind lustig. Ich finde aber den Ring wahrscheinlich nicht einfach so hier irgendwo liegen. Daraus werde ich später einen Trank brauen. Oh. Nicht markiert. Woran starb es wohl? Schaum um das Maul. Hä? Untersuche den Wildschweinkadaver. Was für ein Wildschweinkadaver? Ah! Etwas steckt ihm im Hals. Ah, okay. Ja, das ist Times Ring. Oh, da oben sind schon wieder welche. Oh, nicht gut. Sammle 4 Eberhäute. Ja, dann müsste ich hier nur noch Eber finden. Okay, die sind ein bisschen weiter rein. Dreht um und geht dann wieder hier vorne rum. Oh, dreht sich dann aber schnell um. Das ist nicht gut.
ruhig. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, aber ich schätze, das war jetzt eine Maschine. Ups. Wo ist der eine jetzt hingefallen? Scheiße. Och ja, ist gut, Junge. Geh weg. Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Ha, du bist lustig. Ne, er geht jetzt wirklich. Okay. Ah, das ist doch der Eber. Sehr schön. Aber ich brauche Eber heute. Muss ich die jetzt töten oder nicht? Normalerweise würde ich sagen, ich muss die Eber töten. Und wo habe ich gerade noch... Ah, da. Nein, bleib doch mal stehen. Ach, Mann. Jetzt hier? Ja. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Nein, ist das dein Ernst? Ich brauche... Warte mal. Wildschweinhaut. Ach, da ist er. Ja, aber das... Ich bin nicht da. Da hinten müssten die denn ja irgendwo sein. So, genau in die Richtung. Ja, geh weiter. Schön weitergehen. Aber nicht dahin, wo ich hin muss. Weiter. Schön weiter. Bisschen schneller. So, schräg rechts von mir. Das müssten... Er guckt jetzt gerade... Nee, das ist die Pflanze. Hä? Wo sollen die denn dann sein? Oder ist jetzt wirklich nur... Nee, das ist wirklich nur dieses Gebiet hier, ne? Vier Eberhäute. Aber wenn ich doch die Eber kaputt mache, warum nimmt er das dann nicht an? Muss der gerade jetzt hier rum, wo ich den Eber töten will? Lauf schneller, los. Sollte mich normalerweise nicht sehen.
Kein Platz. Da hinten ist auch noch was. Das war eine Maschine. Was ist der Eber hier? Also ich bin immer noch der Meinung, weil er erzählt hat, ja. Da kommen sie. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Ja, aber der Eber ist jetzt auch weg. Also wie gesagt, ich bin eigentlich immer noch der Meinung, dass er, weil er ja gesagt hat, er hat das hier verloren, dass wir hier eigentlich welches finden müssen. Ach komm, Junge. Das Problem ist natürlich, dass man nicht so wirklich sich umschauen kann, wenn der hier die ganze Zeit hier unten rumtigert. Also das sind zwei Sachen, das könnten die eventuell sein. Kommt sich ab. Du sollst keine Pause machen, du sollst los. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Okay, da war ich schon. Da war ich dann wahrscheinlich auch schon. Ja. Hier, das sind wahrscheinlich auch alles. Ja, jetzt haut der ab, schade. Ja, das ist was anderes. Ja, ich verstehe es nicht. Also ich habe so verstanden, dass man... Das wird meinen Magen etwas beruhigen. Wieso lag hier ein toter Fuchs? Dass man die sammeln soll. Moment, ich versuche es mal... Da hinten sind zwei Füchse. Aber ich sehe nirgendwo Felle oder ähnliches liegen. Ja, aber es kann ja nicht sein, dass ich jetzt hier Tausende von denen töten muss und dann nie was bekomme. Das finde ich jetzt ein bisschen seltsam. Ihm beim Sammeln von Eberhäuten zu helfen und das Erbstück wieder aufzufinden. Das Erbstück hat er verloren. Das war das, nicht die Häute. Okay. Ja, aber wie viele Eber soll ich denn dann hier töten? Das ist doch irgendwie... Da ist ein Fuchs. Die Eber sind da oben. Och, bleib doch einfach stehen. Och, nee. Ach, der geht mir auf die Nerven. Man kann ja nichts machen, ohne dass der direkt wieder in der Nähe ist. Aber ganz ehrlich, anlegen möchte ich mich mit diesem Viech auch nicht, weil die sind echt scheiße.
Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen. Sind die da unten? Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass ich da jetzt so viele Eber töten muss und nie irgendwie eine Haut da rauskriege. Ja, jetzt wollte ich gerade... Wenn der schon mal direkt vor meiner Nase liegt. Das hebe ich mir für später auf. So, ich habe hier aber gerade irgendwo die Sau gehört. Da. So. Jetzt habe ich noch ein Problem. An. Wenn ich sie nicht erschrecke, kann ich sie überbrücken. Das ist schön, dass du die überbrücken kannst, aber das ist jetzt nicht unser Ziel. Ich habe schon zu viel dabei. Ich verstehe es nicht. Da kommt immer nur Wildschweinhaut. Ich meine, gut, das sind ja die Eber, aber... Ach so, nee, das war das, was ich erledigt hatte. Also entweder bin ich hier echt zu doof. Wenn ich die anvisiere... Okay, da steht auch Wildschwein, aber die sind ja gemeint mit Ebern. Also es gibt ja keine anderen mehr hier. Oh, es ist nervig. Liegt hier aber ziemlich ungünstig. Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Aber die lässt immer die Haut da drin. Dabei ist ja die Haut das, was ich mitnehmen, was ich hier sammeln soll. Ich werde wahnsinnig. Muss ich vielleicht irgendetwas machen mit der Haut? Ist es das? Ich meine... Ich habe jetzt nichts, was ich damit machen kann, davon mal abgesehen, aber dass das nur dann zählt als neu. Ach so, wir wollten ja auch wegen dem Update mal gucken, ne? Waffen modifizieren. Tragekapazität, da war das doch. Waffenbeutel, Outfitbeutel, Rohstoffbeutel. Reichhaltiges Fleisch. Okay, das kann ich noch machen. Modifikationsbeutel.
Jägerbogen, Köcher, Fallenbeutel. Fettes Fleisch. Outfit, Inventarkapazität. Modifikationsinventarkapazität. Ob mir das jetzt viel hilft, weiß ich nicht. aber ich glaube, da habe ich jetzt Wildschweinhaut mit benutzt, wenn ich das richtig gesehen habe. So, was ist hiermit? 30 von 40. Und das ist gleich. Okay. Gut. Nee, dann können wir eigentlich... dann auch noch mal weitere Sachen hier mitnehmen. Och, der ist schon wieder hier. Der geht mir so auf die Nerven. Du kannst nichts machen, ohne dass er direkt wieder bei dir ist. Ich bin nicht da. Geh weiter, los. Der dreht sich jetzt hier. So, mal schauen. Keine Ahnung, wo das jetzt gerade am Knurren war. Kann man denn hier auch was nehmen oder wird das nur so als Fake angezeigt? Hä? So, wo habe ich denn... Da hinten läuft das schon wieder rum. Das ist Holz. Naja gut, das nehmen wir jetzt auch noch eben mit. Wo haben wir denn jetzt gerade die Eber? Jetzt haben wir ja gar keine Eber mehr, oder wie? Hallo? Kaninchen? Oder bin ich hier nur außer Reichweite? Zeig dich endlich, du elender Penner! Was? Wer war das denn? Da, ein Wächter! Was, wo? Ah! Ah! Okay. Wo kommen die denn jetzt her? Aber die lenken gut ab. Ich weiß nicht, ob das jetzt unsere Leute sind oder die anderen, aber die lenken auf jeden Fall gut ab. So. Erhalten eine Wildschweinhaut. Ja, leck mich doch. Ernsthaft jetzt, weil ich das voll hatte, habe ich die ganze Zeit die heute nicht bekommen. Also hat er das nicht gezählt. Da hätte ich mir die letzte halbe Stunde jetzt aber auch sparen können. Ja, wunderbar, ehrlich. Und ich hatte jetzt Glück, dass ich überhaupt eine Erweiterung machen konnte. Dann... Oh, ich glaube, er hat sich schon auf dem Schirm. Oder auch nicht. Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, die sind schon wieder tot. Okay. Oh, guck woanders hin. Los. Nein, ist jetzt nicht dein Ernst. Oh.
Jetzt ist er da hinten? Muss ich nicht verstehen. Da sind noch welche. Ja, ich kehre gerne zurück. Okay, er läuft an mir vorbei. Eieiei, ihr seht ja schon, was das hier gerade für ein Chaos ist. Ich denke mal, der wird die jetzt angreifen. Vielleicht auch nicht. In welche Richtung muss ich jetzt zurück? Ja, ja, dann ist das das mit dem Kehre zurück. Okay, also ich würde sagen, ich schleiche mich jetzt mal den Weg über wieder zurück. Und dann schalte ich euch gleich wieder hinzu, wenn ich dort angekommen bin. Bis gleich. So, wir machen natürlich eine Schnellspeicherung. Jetzt hat er... Achso, da steht er ja. Habe ich mich jetzt erschrocken. Nein, ich will kein... War die Jagd erfolgreich? Ich habe die Eberhäute und dein Glücksring, Time. Urmutter sei Dank. Und dir natürlich. Wo hat er gesteckt? Im Schlund eines Ebers. Für den Eber war es kein Glück. Ich trage ihn ab jetzt vielleicht lieber um den Hals. Yay, und damit haben wir auch den Auftrag Jagdglück erfolgreich beendet und stehen ganz kurz vor Level 13. Schade. Wir müssten die Kisten auch mal... Nee, wir sind jetzt 13 geworden. Ach so, das war noch nicht aktualisiert. Ja, wunderbar. Wir müssten die Kisten eigentlich auch mal öffnen. Bei den Regen sehe ich jetzt hier gerade gar nichts mehr. Kam ich nicht von hier? Doch, hier ist der Weg. Das möchte ich mal eben kurz versuchen. Das kann man ja bei den Händlern machen. Ich hoffe, ich laufe jetzt auch richtig rum. Moment. Nee, natürlich laufe ich falsch rum. Ich müsste eigentlich in die andere Richtung laufen. Okay, dann werde ich jetzt mal eben in das Dorf reinlaufen. Was nicht allzu lange dauert, wie ich gerade sehe, weil hier schon der Eingang ist. Also werde ich das Ganze mal nicht abkürzen. Und wir suchen uns mal eben einen Händler. All das Blut. War der nicht immer hier vorne? Ah, hier ist einer, genau. Hi. Ich möchte mal eben etwas versuchen. Ich hoffe, du kaufst etwas. Läuft gerade nicht. Naja, Geld wollte ich eigentlich nicht abgeben. Fehlt dir was davon? Natürlich. Geld wollte ich nicht abgeben. Ich wollte eigentlich mal gucken wegen der Spezialobjekte. Nee. Was ist das denn? Karte eines Utaru-Botanikers. Füge Kartenmarkierungen hinzu, die auf mögliche Fundorte von Metallblumen hinweisen. Ah. Das ist auch nicht schlecht. Das sollte man mal im Kopf behalten. So, gratis. Gratiskiste ist kostenlos. Kann man sich ja noch eine von holen? Ja. Und nicht schlecht. Okay. Nehmen wir halt noch eine davon mit, ne? Um ihren Inhalt zu enthüllen. Ja, das heißt jetzt was? Eine Kiste, die eine zufällige Waffen- oder Outfit-Modifikation erhält. Das ist natürlich nicht schlecht. Diese Kiste muss... Ja, toll. Ihr könnt mir jetzt auch nicht sagen, was das jetzt eventuell Vorbereiterin... Keulenbogenkiste, Outfit, Machtbogenkiste, Stammhüter. Oh, Moment, die ist kostenlos. Ja, dann nehmen wir die doch mal mit. die ist auch kostenlos, sehe ich jetzt gerade. Die ist auch kostenlos. Das heißt, die nehmen wir auch mal mit. Und die ist auch kostenlos. Ja, ist doch wunderbar. So, Reise. Diese, Moment. Reisender Kiste tauschen gegen... Reisender Gutschein. Ja, aber ich gebe dann meinen Gutschein ab, oder? Ich hoffe doch. Ja, ich glaube, ich habe es richtig verstanden. Ich hoffe zumindest. Gegen Händlergutscheine. Mache ich das auch mal? Gegen Nora Hüter Gutschein? So. Und jetzt? Tja, ich muss los. Gute Geschäfte noch. Danke. Wäre schön. Ja, finde ich auch. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich bin ja hier so ein bisschen ahnungslos. Inventar.
Wir haben bei den Waffen vermutlich jetzt nichts, was wir jetzt irgendwie... Nee, das können wir hier nur auswählen. Outfits. Trägt zur Tarnung bei. Modifikation. Nein, ja, ich wollte eigentlich wegen Modifikationen gucken. Das ist ja gar nicht hier drin. Moment, habe ich jetzt das richtige gewählt? Rüstung, Fronteinsatz. Bietet, kannst du... Ja, genau, das war, glaube ich, die ich hatte. So, Modifikationen. Im Inventar. Okay, weil ich muss ganz ehrlich sagen, es ist hier immer so ein bisschen kompliziert. Die Rohstoffe, die haben wir jetzt dazu bekommen, das ist klar. Schatzkarten. Diese Kiste muss geöffnet werden, um ihren Inhalt zu erhöhen. So, dann nehmen wir das alles mal auf. Dann sollte eigentlich die Kiste weg sein, oder? Ist sie aber nicht. Also nehmen wir die nochmal auf. Oder ist das jetzt eine andere? Keine Ahnung. So, Gesundheitstrank. Ja, die haben wir, glaube ich, hergestellt. Das nehmen wir auch mal alles auf. Das auch. Verschiebt sich da eigentlich was? Jetzt haben wir noch zwei Taschen. Ah ja, okay, die verschieben sich. Okay, die haben wir jetzt alle geöffnet. Das können wir auch noch öffnen. Das auch. Das auch. Diese Kiste. Outfit-Kiste. Okay. Da kommen wir jetzt der Sache schon näher. Da sind nämlich jetzt die Outfits drin. Guck mal das jetzt mal nicht an. So, und die kann ich jetzt nicht, weil ich die schon komplett aufgefüllt habe. Dann gucken wir nochmal eben bei den Outfits rein. So, die geerbte Rüstung einer Adligen. Oh, das sieht ja cool aus. Karja-Krienigerin. Die Schichten aus Metall und Leder können Klingen und Pfeile ablenken. Okay. Also, die haben jetzt 15 und 18. Aber ich glaube, wegen der Modifikation. Das heißt... Robuste, wattierte Kleidung, die Nomadinnen vor den Elementen schützt. Für die Banuk beweist das Überleben unter extremen Bedingungen Willenskraft. Gut, ist grundsätzlich... Jetzt habe ich es aus Versehen. Das wollte ich ja gar nicht. Ah, Gott. Grundsätzlich auch nicht schlecht, aber ist jetzt natürlich nicht das, was wir jetzt wollen. So, wo haben wir noch was bekommen? Bei Rohstoffen ist klar. Munition... Zeigt ihr mir an, haben wir was bekommen, was natürlich Blödsinn ist, weil wir da schon genug von hatten. Fallen und Tränke, was ist denn das hier? Eine mit Lohe gefüllte Falle. Durch Annäherung ausgelöst. Ah, okay. Ja, die habe ich, glaube ich, dazu bekommen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Gut, bei den Waffen, glaube ich, ist noch was dazu gekommen. Ein Spezialjägerbogen mit verbesserten Reißfähigkeiten zum Abtrennen von Maschinenrüstung und Bauteilen kann modifiziert werden. So, warte mal. Meiner ist Handhabung 4. Dann 2,5, 1, 2,5, 4,5. 2,5, 1. Okay, der ist definitiv besser als der hier. Der hat aber auch die Modifikation, muss man jetzt dazu sagen. Noch dazu. Das heißt, standardmäßig wäre es wohl ein halbes 1, ein halbes 1. Das heißt, der wäre etwas besser, wenn ich das richtig sehe. Ach, ich kann... Ach so. Ah, das ist ja cool. Und der, ein Spezialjägerboden mit zusätzlicher Stoppwirkung, kann modifiziert werden. Aha. Wenn ich den jetzt modifizieren würde, wäre der vermutlich um einiges besser, ne? Ein halbes und ein ganzes. Kann man das jetzt hier... Ne, ne, den haben wir ja schon. So, den machen wir mal auf die rechte Seite. So. Und, ich möchte jetzt die Modifikation eigentlich haben. Die kriege ich aber nur einzeln. Ah, hier war es, glaube ich, drin. Ne? Herstellen. So. Mit zusätzlicher Stoppwirkung. Hier. Abriss, Abriss, Handhabung. Okay, Moment. Die kann ich nicht ablegen. Kann das sein? Aber ich kann ja noch neu dazu machen, sehe ich gerade. Oder? Nee. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz.
Modifikationsplatz leeren. Bastlerfähigkeit nicht erlernen. Ach so, dazu muss ich... das ist ja doof. Das heißt, ich kann dann hier nur die neuen dazu machen. Also machen wir da den Abriss noch mit dran. Und hier unten machen wir die, ja, Handhabung oder... Handhabung. Machen wir die Handhabung. So. Ja. Dann würde ich sagen, belassen wir das dabei. So, und damit vielen Dank fürs Zuschauen und ich verabschiede mich erstmal von der heutigen Folge von euch. Bis dann. Ciao.